Ich kann es im Moment auch keinen fast. Also es fühlt sich natürlich großartig an. So realisieren kann man es wirklich noch nicht, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Weltmeisterschaft mit der 86 weggeht. Und auch nicht, dass Torkelsen über die 86 nicht drüber kommt, weil er hat so ein hohes Niveau dieses Jahr gehabt. Und ja, aber ich bin Weltmeister. Bei den Weltmeisterschaften zählt halt wirklich nur die. Einfach, dass man Weltmeister wird und das ist heute einfach geschehen. Für eine Medaille habe ich gedacht, das reicht auf jeden Fall. Welches wird, wusste ich noch gar nicht, weil wie gesagt, Martinez und Torkelsen sind welche, die auch noch im letzten Versuch kommen. Und von daher hatte ich bis zum letzten Versuch wirklich schon Angst gehabt, dass irgendjemand kommt und noch weiterwirft. Was ist in dir vor dem letzten Versuch? Gar nicht viel, habe ich eigentlich nur gedacht gehabt, schaust du jetzt hin oder schaust du nicht hin. Habe mich zum Schluss dann noch entschieden hinzugucken und dann habe ich erstmal versucht, das Gefühl zu verdrängen, ich bin Weltmeister und dann einfach nur mal zu probieren, jetzt schmeißt du Bestleistung. Aber es hat leider nicht mehr funktioniert. Im zweiten Versuch muss ich den ein bisschen überstreckt haben. Also ich habe einen zu langen Stemmschritt gemacht. Da muss wahrscheinlich irgendwo ein bisschen was angeditscht sein oder umgeknickt. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich mir vielleicht den Wurf nochmal angucken. Bin aber froh, dass es wirklich auch noch für gereicht hat, dass ich ihn nochmal richtig kontern musste. Aber wer weiß, wenn vielleicht jemand nochmal da geworfen hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen.